Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dütek. Und wir sind hier noch mit dabei. Die letzten Kabelkonstruktionen so ein Stück weit aufzulösen. Okay. Das bedeutet, wir werden da einfach mal daran fortsetzen und anknüpfen, sozusagen. Wir nehmen einmal den Marble Brick und setzen ihn rein. Okay. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier oben gleich nochmal einen weiteren Quantum Entanglo Porter einsetzen. Quantum Entanglo Porter nehmen wir. Okay. So, dann gehen wir einmal nach oben. Und setzen einmal hier on top gleich einen Quantum Entanglo Porter. Gucken mal, ob das gleich funktioniert, so wie ich mir das wünsche. Setzen einmal eine Frequenz, okay, so, gut. Muss hier nur allerdings gleich nochmal reingucken. Okay, weiter ging es hier nicht, okay. Na, es ging noch, hier ging noch eine Linie hin, okay, da müssen wir gleich nochmal gucken, wie das damit aussah. Ob Cyclic das gleich direkt macht, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Cyclic das direkt macht. Item Collector, okay. Ja, der ist auch direkt angeschlossen am Storage-System, okay. Können natürlich sein, dass er das halt entsprechend halt. Ja, Moment, wir machen das mal. Wir machen das mal sicher auf jeden Fall. Es kommt immer auf die Maschine. Die Maschine braucht auf jeden Fall einen entsprechenden Output. Und mit Cyclic kenne ich mich jetzt tatsächlich gerade. Okay. Wir können ja mal gucken, dass wir gleich einmal, warte mal, wir nehmen mal den Quantum Entanglo Porter, setzen ihn auf Storage Set, okay. Und wir gucken mal, okay. Ab. Okay, hier ist ein Upgrade drin, always on, okay. Ja. Moment, Input ist okay, Eject. On, ja, okay, das scheint so nicht zu klappen. Ja, aber trotzdem noch mal einmal gucken, ob wir irgendwie Bones oder sowas in die Richtung noch haben. Bone Meal, dass wir hier mal so ein bisschen was wachsen lassen. Zack, 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 zack. Damit der Collector hier mal ein bisschen was zu tun hat. Und wir sehen, es funktioniert so in der Form leider nicht. Deswegen, das funktioniert hier mit Cyclic an der Stelle leider nicht. Up and down. Preview hitten. Okay. Nimmt er wirklich nur das hier von? Okay. Ja. Okay, er nimmt doch relativ viel sogar davon, okay. Preview hitten, okay. 23 mal 23, okay, Höhe. Mhm. Er würde wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt hier, das Read einfach hier hinpacke, auch das Bone Meal, das würde er wahrscheinlich auch collecten, ne? Ja, genau. Okay, gut. Das haben wir. So, dann, dann machen wir das einfach relativ einfach. Komm. Dann machen wir das hier einfach. Dann geben wir einen Input einfach durch das, durch den Logistical Sorter. Packen einmal hier oben und top das Ding und machen einmal das Ding so hier hin und, oh Gott. Und machen hier einmal das Storage und damit dürfte das Ganze einmal entsprechend so funktionieren, wie es geplant ist. Also sehr, sehr schön, nämlich ja, genau, so ist das nämlich geplant und so soll es nämlich am Ende auch aussehen. Okay, dann gucken wir nochmal einmal nach Planks. Spruce Planks, okay, zack. Und dann haben wir das hier oben zumindest auf jeden Fall schon mal so ausgefüllt, wie wir es haben wollen. So, dann gucken wir mal den nächsten Part, den wir dann noch jetzt zu erfüllen haben. Der noch umgestellt werden muss. Zwei Geschichten. Das bedeutet, wir haben jetzt einmal, haben wir noch die Geschichte hier. Ich weiß tatsächlich nicht, wie weit das Rohr halt hier geht.
Okay, da haben wir einmal einen Item Collector hier drin. Okay. Das heißt, da müssen wir einmal gucken, wo denn dieser Item Collector geht. Kann man da irgendwas sehen davon? Ah, okay. Das ist der Item Collector, der hier momentan angeschaltet ist. Okay, so. Und dieser Item Collector soll Items einsammeln. Da will ich auch von der Funktionalität, ich habe es selber nicht gebaut, da will ich allerdings auch die Funktionalität nicht zerstören. Aber wir können das Ganze auf jeden Fall ein bisschen upgraden. Das ist ja erstmal kein großes Problem. Indem wir dann halt zum Beispiel halt einfach sagen, ich würde das oben raufpacken halt. Warum sollten wir das nicht oben raufpacken? Dann können wir dann sehen wir das zumindest auf jeden Fall bei der Maschine. Dann haben wir hier in der Wand, haben wir dann auch nichts irgendwie versteckt oder sowas in die Richtung. Dann passt das da auf jeden Fall schon mal. Ja, das kriegen wir, denke ich, eigentlich relativ einfach hin. Okay. Können wir das Kabel nämlich gut hier auf jeden Fall einmal schon mal zurückbauen und zurückführen durch die Quantum Entanglo Porter. Und somit reduzieren wir auch die Lags innerhalb unserer Basis auf jeden Fall schon mal. Das ist doch auf jeden Fall schon mal etwas, definitiv. Das Kabel könnte man jetzt hier noch so lang geführt lassen. Das finde ich noch ganz okay sogar tatsächlich. Was wir aber machen könnten, wäre einmal, dass wir einmal gucken, oh Gott, dass wir jetzt hier einmal entsprechend, okay, einen Logistical Sorter on top packen und dann einen weiteren Quantum Entanglo Porter, zack, und den einmal on top setzen. Na, klappt das? Ah, gerade noch nicht, okay. Okay, der muss einmal auf Storage eingestellt sein. Gibt unten einen Input sozusagen und wir gehen einmal auf den Configurator und setzen das Ganze einmal hin. Okay, das sieht doch schon mal ganz solide aus. Ich würde sagen, dass wir einmal, ja komm, wir gehen einmal schlafen. Nicht, dass wir hier irgendwelche Mobs haben oder irgendwas, wo es nicht ausgeleuchtet ist. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Nicht, dass wir da auf jeden Fall Probleme bekommen. Wäre auf jeden Fall ganz gut. Okay. Gut, dann haben wir auf jeden Fall, das haben wir schon mal. So, und dann schauen wir mal, wie es hier oben aussieht. Wir haben auch hier wieder einen Item Collector und wir haben einen Forester. Der Forester hat Cyclic da sehr einfach gehalten, muss man sagen, okay. Du gibst ein bisschen Energie rein, gibst eine Kopie rein und Blockplacer. Okay, ich weiß nicht, was der Blockplacer hier für eine Aufgabe haben soll. Okay. Soll er irgendwie was in die... Okay. Da muss ja noch ein zweiter hier drin sein, oder sehe ich das irgendwie gerade falsch? Ich gehe mal runter, guck mal hier rein, wie es denn hier drin aussieht. Okay, hier ist auch ein, ist hier ein Kabelsalat drin. Okay. Okay. Und wo kommt denn dann... Ich will auch an der Anlage eigentlich jetzt tatsächlich gar nicht so viel verändern, muss ich sagen, weil ich den ganzen Kabelsalat gerade nicht nachvollziehen kann, muss ich gestehen. Weil ich es nicht selber gebaut habe. Was natürlich schon mal definitiv ein Problem ist.
Was ich allerdings halt sehe, ist, dass wir hier. Oh Gott. Wenn wir mal gucken, ob wir hier. Ah ja, hier. Da haben wir auf jeden Fall, da kommen ganz viele Sachen raus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einmal den Phytogenic Insulator. Okay, da ist, wie auch immer, ist der angebunden. Ich verstehe nicht ganz, wie der funktionieren soll, dieser Phytogenic Insulator. Du hast, hast einmal Wasser. Okay, das Wasser haben wir permanent von irgendwoher. Okay, Cooking for Blockheads. Okay. Und das wird hier die ganze Zeit rausgepusht. Okay. Okay, ich würde sagen, das ist nicht super schön, was wir jetzt hier machen, aber es zählt ja am Ende halt trotzdem nichts. Nehmen wir einmal das und das. Das, das. Wir ziehen es einfach mal ein bisschen weiter weg. Okay. So, und dann setzen wir hier on top, setzen wir einen weiteren Quantum Entangloporter. Quantum Entangloporter. Zack. Okay. Den setzen wir einfach mal hier so on top. Setzen ihn auf Storage, Set, okay. Und unten geht ein Input rein. Okay. So, was uns jetzt allerdings noch fehlt, ist. Ja, wir sehen, aber das funktioniert auf jeden Fall zumindest schon mal so weit, so gut. So weit, so gut. Wir vielleicht aber trotzdem noch machen sollten, wäre einmal. Moment, wir gucken einmal, dass wir das einmal vernünftig hinbekommen hier. Gott, Moment, 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 Moment. Output, okay. Das ist nicht super schön. Da muss mein Teammate auf jeden Fall nochmal beigehen und das Ganze auch wirklich mal irgendwie vernünftig schick bauen. Weil so ist das natürlich irgendwie nicht so super geil. Was wir natürlich uns trotzdem einmal angucken könnten, wäre, ob das jetzt im Grunde genommen hier funktioniert. Wir haben ja Spruce Log 200, 200.100. Hoffe, er produziert das jetzt entsprechend. Das wäre natürlich schon mal ganz gut. Gucken wir uns das einmal an. Ob er das auch so entsprechend macht. Er transportiert es auf jeden Fall einmal definitiv ab. Und jetzt natürlich die Frage, hat das Crafting Grid hier, ja, es hat funktioniert. Okay, es ist definitiv im Grid jetzt mit involviert und mit drin. Das heißt, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, jetzt wollen wir trotzdem nochmal gucken. Wir haben ja, ich glaube, angebunden hatte das hier damit. Okay. Okay. Es kann natürlich sein, dass er hier. Ja, ich steige da tatsächlich gerade nicht zu 100% durch, muss ich gestehen. Wir haben ja hier noch eine. Okay.
Ja, hier können wir auf jeden Fall auch nochmal einen Quantum Entangloporder machen. Das ist ja ganz, ganz klassisch. Da können wir auf jeden Fall einmal gucken. Quantum Entangloporder. Okay. Setzen wir einmal auf Storage. Input ist okay. Und wir müssen hier nur den Output einmal auf Push stellen und dann funktioniert das auch direkt. Oder sollte das auf jeden Fall funktionieren? Das können wir erstmal, die Rohre können wir erstmal noch so lassen. Können wir trotzdem mal gucken, wie es jetzt hier oben aussieht, ob die Farm hier an sich noch funktionell ist. Sieht zumindest so aus, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, was er da geplant ist. So, okay, Oak Sapling. So. Ja, ist an sich genug, würde ich sagen. Aber auch das muss definitiv nochmal überarbeitet werden, weil ich das nicht nachvollziehen kann, was hier passiert. Ich kann es nicht nachvollziehen, gerade für mich. Und es ist einfach ein totales Kabelwirrwarr, muss man hier einfach sagen. Würde sagen, dass ich die restliche Anlage entsprechend so lasse, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie das hier ansonsten noch funktioniert. Das ist das momentan unsere Input-Truhe. Und wir gucken aber trotzdem einmal hier rein. Wir können ja mal reingucken, dass wir einmal die verschiedenen Sachen, die wir hier noch irgendwie drin haben, die wir jetzt momentan nicht benötigen, die einmal hier reingepackt bekommen. Chemical Pipe, das rein. Impressment, okay. Refined Dingens. Ja, Jetpack können wir auch erstmal reinpacken. Electric Bow rein. Logistical Sorter. Okay. Aber es sieht zumindest erstmal so aus, als wenn das Zeug hier erstmal soweit. Als wenn wir jetzt erstmal alles vom Itemsystem weggenommen haben. Was irgendwie momentan im Itemsystem konfiguriert ist. Werde ich gleich nochmal einen Moment abwarten. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich solide und vernünftig aus. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Ich lasse das mal einmal auf jeden Fall mal nochmal kurz dran. Aber wir sehen auf jeden Fall hier auf dieser kleinen Verbindung, da ist auf jeden Fall einiges an Action los. Und ja, mal schauen, wie das entsprechend halt dann noch weiter funktioniert. Das können wir einmal abbauen. Das hatten wir ja entsprechend schon konfiguriert. Das heißt, das sieht gut aus. Und unser großes Ziel war ja hier gewesen, das alles einmal entsprechend zurückzubauen, dass wir hier Platz haben für unsere Magma-Dinger oder Magma-Energieproduktion. Und das war unser großes Ziel. Und das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal jetzt so weit, so gut auf jeden Fall geschafft. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Polished Marble Bricks. Ah ne, das ist die Dioid, okay. Polished Marble kann ich hier oben reinpacken. Das wäre dann okay. Das heißt, wir nehmen das mal. Habe ich noch die Wand? Ja, die Wand habe ich auch noch, sehr schön. Okay. Damit ist die Lücke geschlossen schon mal. Sehr, sehr schön. Und wir könnten aber natürlich gleich nochmal Richtung Dioid nochmal ein bisschen gucken. Diorit, also nicht da, dann nicht da, sondern entsprechend einmal dann eigentlich über das Wireless Grafting Grid Diorit. Okay, oh, da haben wir sogar einiges noch, sehr schön. Und dann können wir das einmal hier zumachen und dann sieht das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Und somit haben wir die Vorbereitung getroffen, ja, sagen wir mal so, dann auch in der nächsten Folge mit dem Innenausbau hier weiter zu starten. Es ist wirklich, wir haben hier bei uns in der Base mehr als genügend Energie, wir haben alles Mögliche, wir haben Crafting, wir haben, es
geht jetzt hier an der Stelle wirklich so ein bisschen um Schönheitsgeschichten, dass man hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen, auf jeden Fall auch weiterkommt, damit es auch ein bisschen schön aussieht hier. Und ich würde sagen, das war's an der Stelle von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.